die junge Generation dafür gewinnen, sich konstruktiv mit für diesen Weg einzusetzen. Dieses Thema All Electric Society ist ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft. Es geht am Ende darum, dass wir international, global Lösungen finden. All Electric Society. Der All Electric Society. Der All Electric Society. Die All Electric Society ist der Begriff, der dafür steht, dass alles, was elektrisch gemacht werden kann, auch elektrisch gemacht werden wird. Für mich persönlich bedeutet die All Electric Society, dass wir alle Energie, die wir brauchen, aus erneuerbaren Quellen erzeugen und auch alle Verbrauchsprozesse versuchen dann mit diesen aus erneuerbaren Energien erzeugten aus erneuerbaren erzeugte Energien zu benutzen. Es fängt damit an, dass der Strom eben zwar aus der Steckdose kommt, aber eben anders erzeugt wird, nicht in Kohle- und Gaskraftwerken, sondern eben über Wind und Sonne. Dezentraler als früher bisher zentral. Und das führt auch dazu, dass man auf einmal nicht nur Consumer ist, sondern vielleicht auch Prosumer ist. Und das sind ganz andere Geschäftsmodelle, die in der Rechnung tragen. Auf dem Weg zur All Electric Society folgen wir einen riesigen Transformationsprozess. Das ist der Schlüssel, um unsere Zukunft zu gestalten, um eine klimaneutrale Zukunft zu ermöglichen, um die Welt lebenswert umzugestalten. Was mich hier auf jeden Fall begeistert hat, ist, dass die DKE sich so gesamtgesellschaftlich in der Verantwortung sieht und sich nicht zurückzieht auf die reinen Themen, die rein technisch sind oder rein Strom und Energie betreffen, sondern wirklich sich so für die Gesamtenergiewende auch verantwortlich fühlt. Ansetzen muss man genau an der Stelle, dass das Ganze auch mehr, und da sind wir hier bei der Normung genau richtig, dass das Ganze mehr vereinheitlicht wird, weil es gibt schon sehr, sehr viele Projekte. Und dann natürlich, dass das uralte Problem so banal es klingt. Was im Kopf drin ist, ist noch lange nicht im Bauch. Wir mögen es für sinnvoll halten. Wenn es uns keinen Spaß macht, werden wir es nicht tun. Das heißt, die Aufgabe von allen wird es auch sein, zu definieren, was wir damit gestalten können, was wir damit anfangen können, was es uns nutzt, aber eben nicht nur rational, sondern auch emotional. Was ich fürs nächste Jahr mir wünschen würde, wäre, dass wir das Thema All Electric Society gemeinsam aufgreifen, dass wir es weitertreiben, dass wir es in der Mobilität weitertreiben, dass wir es aber auch systemübergreifend mit der Industrie noch stärker diskutieren und uns gegenseitig dort auch befruchten. Dieses Thema All Electric Society ist ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft. Und hier gilt es, die verschiedensten Kreise zusammenzubringen. Auf der einen Seite die Technik durch die Sektorenkopplung, was hier alles angesprochen worden ist, aber auch zu versuchen, zu begeistern, das Wissen zu transferieren. Wir müssen auch international miteinander reden, nicht nur im Bereich der Normung, sondern auch und gerade in was das Thema Energie und Energieimporte angeht. Wir brauchen internationale Standards und wir brauchen internationale Lösungen. Der Klimawandel kann nur international bekämpft werden, die Klimakrise kann nur international bekämpft werden und vor allen Dingen die Normen, die es dann braucht, um technische Lösungen aufzusetzen, müssen internationale sein. Wir können nicht isoliert in Deutschland Lösungen schaffen oder in Europa, sondern wir brauchen sie wirklich weltweit. Es geht am Ende darum, dass wir international, global Lösungen finden und nicht nur national. Gerade für ein Land, das so exportstark ist wie Deutschland, ist es auch für die Wirtschaft erforderlich, dass wir in andere Märkte liefern können. Je harmonisierter, je weltweit abgestimmter wir Standards haben, umso einfacher für uns. Wir brauchen in Ergänzung dazu junge Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, die Spaß haben, die so gut ausgebildet sind, die Substanz mitbringen in einer Fachdisziplin und dort auch immer weiter dazulernen wollen. Und ich sage mal, am Ende geht es um zwei Dinge. Wir wollen Spaß und wir wollen Erfolg haben. Und die junge Generation stellt diese Fragen. Friday for Future, Last Generation, die merken das an und protestieren. Und wir müssen jetzt eben gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, wie wir diese Transformation hinkriegen. Wenn man
nur meckert, das geht nicht. Wir müssen eben das Meckern verstehen, was die Beweggründe zum Meckern sind. Aber wenn wir sie verstanden haben, müssen wir mit den, ich sage mal, Meckerern sozusagen gemeinsam sagen, was ist denn ein Weg dahin zur All-Electric-Satei? Ich glaube, damit diese ganze Vision gelingen kann und umgesetzt werden kann, ist es entscheidend, absolut mission critical, wie man so schön sagt, dass wir die junge Generation dafür gewinnen, sich konstruktiv mit für diesen Weg einzusetzen. Was kann denn motivierender sein, als an dieser Arbeit mitzuwirken? Also das bewegt mich zumindest immer wieder, morgens aufzustehen und zu sagen, lass uns weiter daran arbeiten, lass uns weiter dafür kämpfen. Der nächste große Schritt, um die All-Electric Society wahr werden zu lassen, ist tatsächlich das Machen. Das ist ein toller Weg und da sind wir noch am Anfang. Aber wenn wir den Weg weitergehen, dann können wir auch die All-Electric Society umsetzen.